Herzlich willkommen zu einem weiteren Video unserer Serie Traumkunden. Wie Sie sehen, habe ich heute eine andere Location gewählt, nicht im Auto, sondern auf meinem Standfahrrad. Eine ideale Synergie, um meine Gedanken auf der einen Seite schweifen zu lassen, um Ihnen die einen oder anderen Ideen zu vermitteln und gleichzeitig was für meine Fitness zu tun. Und was meinen Sie, was hat Fitness mit Ihren Traumkunden zu tun? Was könnte Ihre persönliche Fitness mit Ihren Traumkunden zu tun haben? Nun, aus meiner Sicht eine ganze Menge, vielleicht viel mehr, als Sie glauben. Und zwar genauso viel, wie Ihre eigene Fitness mit Ihrem Führungsverhalten zu tun hat. Führung und Verkaufen hat sehr, sehr viel mit Selbstmanagement zu tun. Denn so, wie Sie mit sich selber umgehen und mit sich selber zufrieden sind, so strahlen Sie das aus auf Ihre Mitarbeiter im Thema Führung und auf Ihre Kunden im Thema Verkaufen. Und wie wollen Sie Mitarbeiter führen, wenn Sie nicht selbst führen? Und wie wollen Sie etwas verkaufen, von dem Sie vielleicht nicht selber zu 100% überzeugt sind? Und wie Sie aus den einen oder anderen meiner anderen Videos schon hören und gesehen haben, ist das Thema Gelassenheit eines der Fundamente, auf denen die ruhige Auswahl von Traumkunden beruht. Und wiederum da sind wir beim Thema Selbstmanagement. Wie wollen wir gelassen sein, wenn wir nicht persönlich fit sind? Wie wollen wir gelassen sein, wenn wir nicht Zugriff auf unsere eigenen Ressourcen haben? Und woher bekommen wir unsere Ressourcen? Natürlich vom eigenen Training. Also von daher begleiten Sie mich auf dem Standfahrrad oder vielleicht auch draußen auf dem Mountainbike oder beim Joggen, wo immer wir uns wieder treffen. Und wenn Sie mehr wissen wollen, klicken Sie unten auf den Link, registrieren Sie sich und lassen sich von uns die Serie zum Thema Traumkunden zuschicken. Ich freue mich drauf. Mein Name ist Jörg Weißner und ich helfe Ihnen, nur noch mit Traumkunden zusammenzuarbeiten.